So, hallo an alle zu einem neuen Let's Play. Und mit neu meine ich auch neu, denn es geht um ein ganz anderes Spiel, nämlich Tibia. Und ich habe den Spielepublisher angeschrieben und habe dann noch kurzerhand die Lizenz zum Erfehlen bekommen. Der war sehr nett. Und demnach kann ich jetzt auch loslegen. Davor gibt's jetzt nur noch einen klitzekleinen Satz, nämlich das Ganze ist online und ihr könnt demnach auch mitspielen. Wie das geht, kann ich euch mal ganz kurz erklären. Geht einfach auf die Seite von dem Spiel www.tibia.com und erstellt euch einen Account. Es ist kostenlos, das zu spielen. Und wenn ihr den Account erstellt habt, müsst ihr euch halt noch das Spiel runterladen und in eurem Account auf der Webseite dann einen Charakter erstellen. Habe ich jetzt hier alles schon gemacht. Ich spiele das auch so, das habe ich jetzt nicht extra angefangen für das Let's Play und habe demnach schon einen bestehenden Account. Da gehe ich mal ganz kurz rein. Moment, einloggen. Und dann ist hier meine Charakterliste. Ich habe mir einen extra Charakter erstellt für den Anfang, für das Let's Play hier. Und da logge ich mich jetzt einfach mal ein. Den Rest erzähle ich dann immer wieder nebenbei. Und ich würde sagen, da haben wir noch jede Menge Gesprächsstoff vor uns. Ich würde sagen, Start. Ganz einfach. So, wir fangen also erstmal an. Ich mache das Tutorial jetzt, wenn das gerade mal geht, einmal komplett mit durch, weil es dann wohl zum Spiel dazugehört, auch wenn ich das jetzt schon kenne. So, willkommen in Tibia. Benutzt deine Pfeiltasten oder Linksklick mit der Maus, um herumzulaufen. Okay, klar, können wir machen. Klicken wir mal drauf. Das Ganze ist jetzt in 2D, bitte nicht wundern, aber erschreckt nicht, die Grafik hat, wie gesagt, nichts mit der Spielqualität zu tun. Werde das alles später noch erläutern. Also, wir laufen mit den Pfeiltasten und wir geben uns jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Gegend. Sehr gut, man kann außerdem auch links klicken auf die Automap hier oben. Man leuchtet, sieht jetzt gerade die Punkte leuchten, um irgendwo hinzulaufen, zu einem Spot. Und man kann auch dann... Warte, was steht da? Try to click on the new marker on the automap after you close this window. Okay, genau, da kann man nämlich oben auf die neue Markierung klicken, den roten Pfeil, und dann läuft man auch automatisch dahin. Die Karte hier oben habe ich jetzt schon erkundet. Wenn ihr startet, werdet ihr eine komplett schwarze Karte haben, die ihr dann nach und nach per Laufen erkunden werdet. Und, okay, wir machen das so toll erstmal mit durch. Also, okay, schaut oder versucht auf Objekte zu schauen mit der Shift-Taste zum Beispiel oder Rechtsklick und Look. Da kann man sehen, was da drauf steht. Moment, bin ich noch zu weit, um das zu lesen. Für so Sachen, okay, zu dem Dorf, to the village. Das Spiel ist in Englisch, aber das macht gar nichts. Ich habe es mit 13 angefangen zu spielen oder so und demnach hat das doch ein bisschen vielleicht auch für die Schulnoten geholfen, weil man dann alltäglich eben mit Englisch rummacht. So, die Rampen und Treppen kann man auch nach oben gehen und genau, einfach drauflaufen. So, dann habe ich hier oben zum Beispiel oder den NPC, nennt sich San Diego, sein Non-Player-Character, also einfach einer, der Computer praktisch, mit dem du reden kannst. So, genau, wir können es mal ganz kurz probieren. Nehmen wir mal Hi. Okay. So, dann öffnet sich ein extra Fenster, wo man dann direkt mit diesem sprechen kann. Einmal hier unten. Hello, Spark of Phoenix. Nice to see you in Rugard. Und, okay, er fragt, ob ich ihm helfen kann. Ich sage jetzt einfach mal Yes für Ja. Die Wörter, die man zu ihm sagen kann, sind übrigens blau markiert. Es gibt hier keine vorgegebene Antwort, wo man durchklicken muss, sondern man muss tatsächlich selbst schreiben. Teilweise ist es auch so, dass man NPCs Sachen fragen kann, ohne dass diese Wörter blau sind, halt wenn man spezielle Sachen wissen will oder so. Vielleicht für Quests oder ähnliches, wo es nicht ganz offensichtlich ist. Also es gibt sehr viele versteckte Sachen, sage ich jetzt mal in Tibia oder Secrets, die man vielleicht auch so ein bisschen erkunden kann, wenn man sich bei NPCs erkundigt. Man kann verschiedene NPCs auf verschiedene Sachen fragen, dann teilweise später in der Stadt halt. So, okay. Unten schreibt er nochmal genau das gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Sieht man den dunkelblauen Wörtern. Man kann mit Ja oder Nein antworten. Und er hat ein Kakerlakenproblem. Und er meint aber auch, dass ich erstmal ein bisschen Equipment brauche, mich der ganzen Sache anzulegen. Deshalb schreibe ich jetzt einfach erstmal Yes. Ich brauche ein bisschen Equipment. Okay, ich soll zu seinem Haus gehen. Ein paar Stückchen nach unten in seinen Raum hinein. Und dort werde ich eine Kiste finden. Und die kann ich dann öffnen. Und dann kann ich wieder mit ihm reden. Okay, alright, yes. So. Ich habe an dieser Stelle, glaube ich, schon mal... Habe ich irgendwas bekommen gerade zufällig? Experience Point oder so? Ne, irgendwas stand hier gerade. Quest Log has been updated. Okay. Ach so. Boss in here gained 100 Experience. Ach so, das ist der hier. Okay, er hat für den Quest eine Belohnung bekommen. Ist gleich schon von Level 1 auf Level 2. Ich kann es mal ganz kurz hier neben zeigen. Moment. Ja, einerseits hier ist mal das Quest Log, wo man dann sehen kann, welche Sachen man noch alle machen muss. Ich habe jetzt hier einfach angefangen und da kann man mal nachlesen, auch wenn man jetzt gerade nicht mehr am NPC ist und das Ganze vergessen hat. So, dann gibt es hier noch verschiedene Leisten, wo ich will das Ganze so aussehen dann hier jetzt. Einerseits die Skill-Leiste mit euren Fähigkeiten, da seht ihr euer Level drin, was ihr gerade habt. Ich bin jetzt gerade auf 0, 0 Experience und hier unten dann noch die Fähigkeiten von euch. Zum Beispiel Faustkampf oder Schwertkampf oder Keulenkampf oder...
Axtkampf, je nachdem. Ihr könnt natürlich unter Standardwaffen wählen und darin euch dann praktisch oder eure Fähigkeiten erhöhen. Natürlich gibt es auch Distance Fighting, also Fernkampf, für dann entsprechende Klassen später, das Ganze nützlich, und natürlich auch Shielding, also Blocken. Und Fishing auch, aber das ist eher wenig interessant für den Kampf, sondern nur zusätzlich so. Die Liste mache ich mal etwas kleiner, öffne dann mal die Battle-Liste, die Kampfliste. Da sieht man jetzt praktisch die Gegner, hier kann man praktisch hier anvisieren. Wenn man einerseits hier drüber geht, über die Battle-Liste werden die entsprechenden Charaktere markiert. Oder halt mit Alt-Gr einmal direkt anklicken zum Angreifen, kann ich halt nicht, weil ich in einer Welt spiele, die nicht für PvP unterstützt wird. Das heißt, es ist eine Non-PvP-Welt, finde ich persönlich besser in diesem Spiel, weil bei PvP kann man so viel oder kann man sich über so viel aufregen. Wenn man dann irgendwann mal durch die Map läuft und dann kommt einer von hinten und natzt einen einfach so weg. Vor allem, weil das Spiel relativ schwer ist. Es ist mehr so ein, man verliert sehr viel, wenn man stirbt. Hier hat das noch eine gewisse Bedeutung. Also es ist nicht so, wenn man dann mal stirbt und so, okay, bin ich halt gestorben. Sondern, oh, verdammt, scheiße, da ist schon ein bisschen was an Spielzeit verloren gegangen. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen bezüglich der Welt. Wenn ihr euch registrieren wollt, nehmt euch die Map Nerana. Ich glaube, ich werde es auch nochmal dann per Text einfügen, als ich es am Anfang erwähnt hatte, worauf ich spiele. Ihr müsst den Server Nerana wählen. Es gibt viele verschiedene Server und ich bin nur auf dem einen drauf. Wenn ihr zum Beispiel hier mitspielen wollt, ein Let's Play, in den anderen werdet ihr mich nicht finden, auch wenn es die komplett gleiche Welt ist. Okay, also bitte Nerana vormerken. So, dann gehen wir erstmal in das Haus hinein. Ich habe schon mal Battle-Liste und Skills-Liste aufgemacht. Und dann gucken wir mal in sein Häuschen hinein, ob wir da jetzt genau das finden, was wir suchen. Hier ist zum Beispiel jetzt erstmal die Kiste markiert, ist auch immer das Tutorial. Du siehst eine Kiste und da kann man mit einem Rechtsklick und Open sehen, was drin ist. Gehe ich mal kurz hin. Rechtsklick, Open und dann sehen wir schon mal hier. Ich habe jetzt praktisch hier in der Kiste, also hier ist praktisch dann der Bag oder was auch immer. Ah ne, noch nicht, sorry, das ist noch nicht die Kiste. Oder? Doch. Habe ich das gerade bekommen? Kann sein. Okay, jedenfalls, ich habe das Item gleich direkt bekommen, ins Inventar rein. Da ich allerdings selbst noch keinen Rucksack oder keine Tasche hatte, ist hier oben drin gelandet, ist mein Beutel. Und in diesem Beutel ist jetzt praktisch das, oder ein kleines an Rüstung drin, nämlich eine Armor, also eine Rüstung. Also ja, was heißt Rüstung? Das ist ein Hemd, aber zählt eben als Rüstung oder, ich sag jetzt mal, T-Shirt-Klamotte. Die kann man jetzt per Drag and Drop einmal ziehen und da oben reinfallen lassen. So, jetzt habe ich praktisch die Rüstung angezogen. Ist eine Code mit Armor Wert Nummer oder Wert 1. Kann ich mal ganz kurz gucken, ob mir noch irgendwas anderes noch rumliegt, zufällig. So. Nee, in dem Schrank ist nichts mehr drin versteckt. Und dann habe ich jetzt erstmal meine Rüstung oder Startrüstung, sag ich mal, bekommen. Und gehe nochmal zurück zu Santiago und sag, dass ich das jetzt gemacht habe. So, hi. Und er fragt jetzt, du hast jetzt diese Code angezogen. Okay, yes, habe ich. So, Questlog has been updated. Und ich muss sagen, er meint jetzt, es passt zu dir perfekt. Und wir gehen jetzt mal zu diesem spaßigen Part über. Jetzt besorgen wir uns noch schnell eine Waffe und dann bist du bereit für einiges an Action. Dann sage ich ja, Action, go. Dann, er hat eine große Kakerlakenplage in seinem Keller. Er braucht etwas, oder er braucht jemanden, der da unten für ihn kämpft. Und da ich eine sehr mutige Person bin, würde er sagen, könnt ihr mich herunterschicken, oder? Right. So. Questlog has been updated. Und ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Nehmen diese Güter. Ja, ach genau, ich habe jetzt hier eine Waffe bekommen, eine kleine Keule. Und meint er, geh mal nach unten und kill mal die Viecher für mich. Okay. Und dann good luck and bye for now. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter und gucken uns das Ganze an. Den Bag können wir übrigens öffnen, hier oben mit Rechtsklick und Open. Das Ganze abkürzen mit Rechtsklick, Open und ähnliches kann man machen mit STRG unten die Taste gedrückt halten und dann einmal einzeln draufklicken. Das bevorzuge ich, geht einfach viel schneller, so mal Rechtsklick, Open. So, jetzt sind wir gerade in seinen Keller hinein, gucken uns da mal ein bisschen um. Hat auch ein Piano drin stehen, kann man darauf spielen? Ja, kann man drauf spielen, kommt da nichts Besonderes. Das Spiel an sich ist ohne Sounds, also komplett ohne Tonspur, was ihr jetzt hört, die Soundeffekte. Oder gibt keine Soundeffekte, aber ein Hintergrundmusik, eine Stimme ist halt von mir hinzugefügt. Was haben da noch drin? Wardrobe haben wir nichts drin. So. Oh, hier kann man keine Kakerlaken sehen. Man soll diese Kiste öffnen, um vielleicht etwas zu finden, um den Raum zu erhellen. Okay, gehen wir mal rein. Das hat geleuchtet. Ist einfach nur so für Tutorial für den Anfang. Und da ist eine Fackel in dem Fall drin. Können wir uns jetzt dann auch nehmen. Oder habe ich die schon bekommen? Ach nee, ich habe es schon bekommen. Sieht dann so aus. Und die kann ich zum Beispiel auch mit rechts gegen den Use anschalten. Habe ich jetzt mal so gemacht. Sieht dann so aus. Und da machen wir erstmal Licht. Dazu müsste ich aber noch einiges machen. Ich habe mich bei den Grafikeinstellungen auch folgendes gemacht. Ich habe das Licht künstlich hochgeschraubt. So.
Das heißt, ohne Fackel wäre es jetzt hier zappenduster. Ich mache mal Fackel an und dann geht das schon eher. Okay, wie sieht es weiter aus? Da unten könnte man noch weiter rein. Ich gucke aber erstmal ganz kurz, was die jetzt hier mit dem Schalter auf sich hat. Da geht die Schlange hier aus. Ich lasse es mal auf rechts lieber an. Und dann begebe ich mich mal in diesen Keller hinein. Okay, oh, ich habe jetzt schon automatisch, weil ich schon vorher wusste, Rechtsklick oder Use drauf gemacht. Ah, okay, Battlelist. Hier wird alles jetzt gleich gezeigt. Ich habe schon alles erklärt, warum mache ich nur das Tutorial? Ja, man kann jetzt auch wieder auf diesen... Oh, kann auch gar nicht hoch. Ich muss erst 3 Kakerlaken kühlen. Auf diesen Kellerdeckel oder auf diesen Gulli-Deckel kann man auch Rechtsklick Use machen. Das ist mal unten oder einfach STRG und Linksklick. Also immer, wenn es reingehen heißt, Treppe hochgehen heißt, STRG und Linksklick und dann geht die Post. Dann sagt die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mache hier 15 Minuten Parts erstmal fürs Erste. Oder mal gucken, je nachdem. Ich lade es ja nicht regelmäßig hoch. Fürs Erste. Okay, alle 2 Tage vielleicht. Na, guck mal, 15 Minuten Parts müssen gehen. Okay, so. Was sagt mir der Serverlog-Quest? Ich muss bis jetzt, oder ich muss zunächst erstmal 3 von diesen Kakerlaken killen. Begebe ich mich mal hinein in die Höhle und da unten rennen sie auch schon rum. Man sieht hier an diesen Fischresten rumliegen. Okay. Aber es sieht nicht so... Okay, erstmal hier angreifen, dann halt auf die Battleliste klicken. Und dann, ja... kann man den Körper, wenn das dann tot ist, loten mit, auch wieder Rechtsklick Open, ich mache STLG und kann das Ganze wieder bei Drag and Drop ins Inventar reinziehen. Dazu kill ich jetzt noch ein paar andere hier. Die geben, glaube ich, keine EP, oder? Nö, geben sie nicht. Die haben auch nur ein Leben. Von daher sind die schnell zu töten. Okay, auf eine Kakerlake kann man sehr leicht drauf treten und wupp, platt sind sie. So, 3 von diesen Beinchen, Cockroach Legs. Und okay, gut gemacht, jetzt kann ich wieder zurückgehen zu San Diego und dem die 3 Beinchen bringen, weil ich jetzt praktisch bewiesen habe, dass ich die Kakerlaken in seinem Keller entfernt habe, auch wenn es natürlich viel mehr da sind, aber die spawnen damit Absicht, damit andere Spieler das auch machen können gleichzeitig. So, gehe ich mal wieder nach oben und dann auch hier wieder hoch und dann gucken wir gerade mal und sag dir mal ganz kurz Bescheid, dem Typen hier. Hi. Und jetzt habe ich gerade 100 Erfahrungen bekommen, bin auch schon gleich das erste Level aufgestiegen. Ich mach's mal kurz ein bisschen größer hier. Wir sind Level 2, haben gerade 100 EP bekommen als Belohnung für den Quest. Natürlich geht das in Zukunft nicht so schnell mit dem Leveln, sondern das dauert ein bisschen länger. Und okay, er hat mir dann noch, hat gesagt, dass ich Level hochgegangen bin, hast du gemerkt. Ob ich von diesen Monstern verletzt wurde? No, wurde ich nicht. Okay, hat er sich so gedacht. Und es gibt noch viel gefährlichere Monster als Kakerlaken hier. Oh ja, das kann ich euch sagen. Ich dock das schon ein bisschen länger. Und man kann auf seine Statusbar hier oben gucken. Ich habe jetzt 155 Leben bekommen und darf hier unten eine Leiste 5 Mana. Man bekommt pro Levelaufstieg hier in Rugard, glaube ich. Also Rugard ist jetzt hier die Startinsel, wo ich bin, nennt sich so. Ist jetzt nur wirklich das allerkleinste Startgebiet. Die Map ist eigentlich ziemlich verdammt groß. Bekommt man, glaube ich, pro Level erstmal hier 5 HP und 5 Mana dazu. Das Blaue sind Mana, braucht man später für Zaubersprüche. Und die HP ist ja klar, für was die sind. Und, ich rede einfach weiter. Yes. Und, okay, jetzt hat er mir gerade ein bisschen Schaden zugefügt, wenn man oben sehen kann, die Bar blinkt. Es ist eine wichtige Unterrichtsstunde von ihm als einem Veteran. Als ein Kriegsveteran, sage ich jetzt mal, oder ein Kämpferveteran. Und take this, das hat mir einen geknallt und ich soll wieder drauf gucken. Wie man jetzt sieht, habe ich ihn ein bisschen verletzt. Und jetzt will er mir sagen, wie man das heilen kann. Okay, wie heilt man sich denn wieder selber? Er hat mir gerade einen Fisch gegeben. Und wenn ich den esse, dann werden sich die Leben nach einer Zeit langsam wieder regenerieren. Also man braucht immer was zu essen hier in dem Spiel, damit sich die Statusleisten wieder füllen, Leben und Mana. Man kann es gerade sehen, hier oben lädt sich die ganze Sache wieder. So, jetzt habe ich gemacht und dann, okay, ich wusste, du kannst das richtig machen. Du kannst aus vielen verschiedenen Monstern das Food rausloten. Also ich nenne es einfach mal loten, ganz einfach, wenn man... Kennt ihr vielleicht woanders, vielleicht wird es anders bezeichnet. Looten, loten, wenn die Mobs das droppen, dass du es rausholst. Jedenfalls, ich sag loten, fertig. So, und du kannst zum Beispiel in dem nahegelegenen Wald welche finden. Und apropos, hast du Cirella gesehen? No, habe ich nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel No gesagt, obwohl das No gar nicht in blau markiert war, sondern man kann auch so ein bisschen mit denen interagieren. Okay, sie suchen ein bisschen nach was nach meiner Hilfe. Geh mal rüber zu ihr und bye. Okay, dann gehe ich soweit mal rüber und schau mal, beim nächsten NPC vorbei, was es denn da so alles zu finden gibt, denn die will bestimmt auch was von mir. Hier unten sind schon ein paar Blutspritzer und auch ein Hase, den kill ich jetzt gerade mal, weil ich vielleicht ein bisschen Food brauche. Am Anfang mache ich natürlich noch nicht viel Schaden, brauche ich ein paar Hits, der ist jetzt ein bisschen stärker und hält noch ein bisschen mehr aus. Natürlich macht er keinen Schaden, rennt nur weg, weil es ein Häschen ist.
Das will mir nichts Böses. Jedenfalls hier ist in erster Linie erstmal noch die Zigarella. Und, oh, aufs Dach, da komme ich aber nicht drauf. Kann man hier rein? Nee, kann man auch noch nicht. So, die werde ich dann jetzt mal gleich ansprechen. Und wie das jetzt weitergeht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Was mich interessiert ist, der erste Eindruck des Spiels von eurer Seite. Ist übrigens noch der Boss hier, der andere Spieler, Levels Mojo. Der erste Eindruck des Spiels würde mich interessieren. Ihr könnt mir gerne euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde es jedenfalls so machen, dass ich hier einiges an Folgen produziere. Das ist auch soweit unlimited wie Minecraft Let's Plays. Also erstmal gucken, was geht. Und in regelmäßigen Abständen lade ich hier nochmal eine Folge hoch. Wie gesagt, einfach Feedback bezüglich ersten Eindruck in den Kommentare. Dann bin ich hier raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen.